Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man 2. Ich habe jetzt tatsächlich eine längere Zeit nicht mehr gespielt, weil mir irgendwie alles andere dazwischen gekommen ist. Aber jetzt holen wir das mal ein bisschen nach. Wir müssen hier noch 100% erreichen mit dem Spiel und mit Platin. Dementsprechend haben wir noch in dem einen Stadtgebiet, wo wir letztes Mal waren, noch drei Sachen für Miles übrig gehabt. Zwar einmal Prowler-Versteck und zweimal das gute Mysterio-Ding. Dementsprechend gehen wir die mal an. Und schauen weiter. Heute mal im Miles Spider-Man-Variante. So, wir gucken. Na, hier. Nee. Das gehört noch dazu, oder? Ja. Das hier? Nee. Das hier. Nee, auch nicht. Hä? Nein, hier geht's noch weiter. Hier? Nee, kann ja schon fast gar nicht. Also irgendwie hier, aber doch nicht hier. Hä? Ja. Aha. Da ist es. Gefunden. Sollte ich verschieben können. Ja, wenn das mal angezeigt wird. Hä? Wieso geht das nicht? Hallo? Ah. Muss aus diesem Winkel sein, natürlich. So. Ah, so, und dann so. Kein Versteck ist sicher. Ja, damit. Abgeschlossen. Gut. Wir können neue Anzugtechnologie kaufen. Sehr schön. Fokus. Fügt einen dritten Fokusbalken hinzu. Das hört sich doch ganz gut an. Hm. Ansonsten haben wir noch Fortbewegung. Genau, das Ding habe ich gehört, soll gut sein, wenn man da auch die Spider-Bots mitsehen kann. Na, wir haben keine Stadtmarken. Oder wir gehen hier weiter. Jeder 10. Treffer mit einem Combo gewährt dir wenig Heilung. Ja, machen wir das, oder? Oder Schaden. Jeder 10. Treffer mit dem Combo lädt deine Fähigkeit leicht wieder auf. Aufeinanderfolgende Luftangriffe erhöhen ihren Schaden und bis zu 50% extra wird bei der Landung zurückgesetzt. Hm, ja, die Kombination damit wäre natürlich gut. Ja, komm, machen wir das. Oh, das kann ich auch mir direkt leisten. Erhöht den Schaden 15%. Und das auch, perfekt. Super, dann haben wir Schaden schon mal komplett durch. Wundergeil. Jetzt hauen wir auf die Fresse. Gut, dann machen wir den nächsten. Hey Miles, es kam eine Nachricht aus dem Versteck in meiner alten Wohnung. Du hast im Penthouse gewohnt? Damals, in den frühen Prowler-Tagen, als ich für Fisk gearbeitet habe. Mhm. Fisk? Ja, ich weiß. Ich weiß noch, wie ich die Schlüssel bekam. Ich wollte meinen großen Bruder so sehr beeindrucken. Aber er schämte sich. Da wusste er, wie ich sie bekommen habe.
Was immer Dad auch gedacht hat. Er hat dich immer geliebt. Ich weiß das zu schätzen, Neffe. Vielleicht glaube ich es auch eines Tages. Ich weiß immer noch nicht vieles über Onkel Aaron und Dad. Welche Geschichten sie wohl noch hatten? Ja, die eine oder andere bestimmt. So, wir dürfen hier rein. Oh, Mysterio. Das sieht doch nach einem geilen Foto aus, oder? Was meint ihr? Ja, ich verstehe noch nicht, warum der so einen Schädel hat. Naja, rein da. Lass dich nicht treffen. Alles klar. Willkommen in meinem Mysterium. Ich will hier raus. Hilf! Ich arbeite dran. Gegner besiegen, ohne Schaden zu erleiden. Nicht treffen lassen. Okay, Miles. Okay. Alles ist eine Illusion. Sogar dieser Mysterio. Na, das weiß ich nicht, ob der so eine Illusion ist. Oh, oh. Die Typen haben Waffen. Nicht gut. Oh, 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 oh. Okay. Nein. Ah, scheißen Dreck. Können wir gleich neu starten. Nope. Weg mit dir. So, Level 1. Oh. Pass auf. Und bam. Mein Gott, Jungs. Achso, ich hab wieder Schaden bekommen. Okay. Das ohne Schaden. Das könnte knifflig werden. Ja, leichter gesagt als getan. Nope. Okay, Runde 1 ist easy. Runde 2 ist das Problem. So, den können wir so kaputt haben. Noch wurde ich nicht getroffen. Noch wurde ich immer noch nicht getroffen. Sehr gut. Alter. Hallo? Diese Illusion ist eine Illusion. Ist eine Illusion. Sehr gut. Scherzkeks. Okay, Runde 3 von 3. Ja, gut. Oh, Leute. Nein, komm schon. Mann. Komm, lass mich wenigstens Runde 3 anfangen. Nein. Okay, das wird eine nervige. Beeil dich, Spider-Man. So. Komm, Schuss. Nein, Kollege. So schon mal gar nicht. Mysterio stürzt sich mit in den Kampf. Ja.
Mann, kurze Nasen, hey. Was habe ich mir da angetan? Ich arbeite dran. Wieso ist denn das auch so schwer? Ich will hier raus. Ich arbeite dran. Das Problem ist, wir müssen sie ja auch Gold abschließen, damit wir alle Sachen kaufen können. Und das müssen wir ja machen für die Platin. Alles ist eine Illusion. Sogar dieser Mysterio. Oh, oh. Ey, ich stecke hier im Grab fest. Oh Gott. Noch lebe ich. Also noch habe ich kein Ding bekommen. Boom. Sehr schönes Ding. Nee. Hört mal auf. Nicht treffen lassen. Schon. Immer noch nicht? Als ob. Oh Gott. Als ob. Alter, wie viele sind das denn? Ah, jetzt sind wir auf einmal Stufe 3, okay. Nichts mehr mit Cutscene. Auf einmal. Erstmal müssen wir die Typen ausschalten. Okay, nee, zählt. Alles gut. Oh. Ja! Oh Gott, das war jetzt eine Geburt. Uiuiuiui. Verlassen, ja. Oh Gott, ausweichen. Schlimme Sachen. Tagebuch Nummer 2. Okay, dein Image. Wir wollen den Investoren zeigen, dass du kein Krimineller mehr bist. Ich habe dafür gesessen. Reicht das nicht? Leider nicht. Reden wir über deinen Werdegang. Wie bist du überhaupt damals zu Mysterio geworden? Ist das wirklich nötig? Wenn du erfolgreich sein willst, ja. Es war wohl größtenteils Ego. Wir haben alle Egos, Quentin. Nicht wie meins. Der Superschurke hat ein großes Ego. Kaum zu glauben. Ja, was hätte man erwarten können? Okay, dann ab zum nächsten. Okay, ich dachte, ich muss kurz niesen, aber war doch nicht. Kann aber noch kommen. Okay, also. Ich hoffe, es wird wieder nichts mit Ausweichen sein. Ich mag diese Ausweich-Challenges nicht. Die sind nämlich nicht einfach. Heidi! Anruf mit Heidi Cooper wird gestartet. Die Kinder im Krankenhaus haben sich über die Blumen gefreut. Danke, Mainz. Hey, woher weißt du, dass die von mir war? Auf dem Etikett stand Bestellung für Musikman. Nicht sehr subtil. Oh, naja. Hey, ich finde es toll, was du für sie tust. Es ist echt cool. Danke. Du bist echt cool. Bis später, Musikman. Schon sweet. Lass dich nicht. So viel dazu. Lass dich nicht treffen. Nee, da soll man gescheit hergucken. Na, so geht's nicht, ne? Na gut. I mean. Ja, egal, gehen wir da rein.
würde das Mysterium beginnen! Was jetzt? Das ist der Plan. Gegner besiegen, ohne Schaden zu nehmen. Na klar. Gut, perfekt, können wir. Hat sehr gut angefangen. Wieso müssen das Lass dich nicht treffen Challengers sein, Mann? Oh, natürlich, ein Riesentyp. Was denn sonst? Oh, 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 oh. Ah. Ich will hier raus! Wenn meine Superfähigkeiten wenigstens nicht zurückgesetzt. Gut. Na komm. Na, wurde schon wieder getroffen, sehr gut. Ich will hier raus! Das ist der Plan! Na, noch lebe ich. Gegner muss ich kaputt haben. Okay. Das war nix. Ich will hier raus! Das ist der Plan. That's the plan. So. Einmal so ein bisschen auf die Fresse gegeben. Wieso muss es denn hier so ein Dicker sein? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich will hier raus! Den Dicken kann ich nur über Parieren machen und das ist genau das Problem. Weil ich kann ihn nicht parieren. Okay, hab ihn irgendwie so geschafft. Oh, oh, oh. Nein, Mann. Das ist der Plan. Das sind die schlimmsten Challenges, Mann. Ich hab die schon immer gehasst. Du musst perfekt sein, Junge. Das war sehr gut. Ich will hier raus! Perfekt sein am Arsch, Alter. Das ist der Plan. Jo. Einfach direkt eine Flammenfaust ins Gesicht, so muss das. Oh Gott, Leute. Das wird eine Geburt. Wieso sind es denn beide hintereinander nicht ausweichen? Andersrum, ausweichen. Das kann doch nicht sein, oder? Also wie viel Pech muss man denn haben? Hm, schon wieder getroffen. Die Typen an der Seite, die rumschießen, machen es nicht gerade einfacher. Das ist der Plan. Ich glaube, die fokussiere ich zuerst. So blöd es sich anhört, aber. Hä, wieso wurde ich denn getroffen? Ich bin doch ausgewichen. Ich will hier raus! Das ist der Plan. Bevor du rübergehst, Spider-Man!
Ich check's nicht. Ich check's nicht. Ich will hier raus! Oh nein, hier ist so ein Ding. Natürlich kommt der direkt hier. Oh. Weiterentwickelt. Besiege 100 Gegner mit weiterentwickelten Venom-Fähigkeiten. Okay. I take that. Oh oh. Weg mit dir. Da wird nichts riskiert. Weg mit dir. Na, komm schon. Na, okay, ich wurde noch nicht getroffen. So muss das dann. Nein! Einer vor Ende. Ich will hier raus! Das kannst du keinem erzählen. Okay, volle Konzentration jetzt. Okay, bam. Sehr gut, ich den Dicken weggeschmissen. Oh, wir haben hier noch einen. Oh oh. Scheiße. Ich will hier raus! Das ist der Plan. Okay, nochmal. Natürlich. Hier ist direkt der Dicke. Ja, ich hab's verstanden, dass du hier raus willst. Ich will hier auch raus. Mir geht's genauso. Ich check's nicht. Ich war gerade so gut. Mir hat einer gefehlt. Das ist der Plan. Da ist er. So, weg mit dir. Noch einer, natürlich. Nein, Mann. Das gibt's doch nicht, meine Fresse. Oh Gott, ey, regen mich diese Mysterio Challenges jetzt schon auf. Junge, Junge, Junge. Wieso? Was hat mich jetzt schon wieder getroffen? Ich bin doch ausgewichen. Ich will hier raus! Okay, pass auf. Ich gehe jetzt trotzdem den Typen da hinten mit der Pistole kaputt hauen. Zuerst hier. Komm her. Du Arschloch. So. Ich habe Attacke gedrückt. Aber das ist eine gute Sache. Wir gehen zuerst nach links, den ersten machen, dann gehen wir direkt auf die nächste Plattform, den nächsten Typen mit der Pistole machen. Ja, oder wir sterben einfach, das ist auch eine Möglichkeit natürlich, die man immer in Betracht ziehen sollte.
Genau, und diesen Dicken da direkt weg. Der nächste Dicke, natürlich. So, weg mit dem. Und ich wurde getroffen. Ich weiß ja nicht, Leute. Aber ich bin da nicht so gut in dem Spiel. Also, tut mir sorry, wenn ihr hier Perfect Gameplay erwartet oder sowas. Aber da seid ihr bei mir leider ein bisschen falsch. Die Leute, die einen immer blocken. Ah, schon wieder so ein Dicker. Natürlich. Was denn sonst? So nicht. Yes. Okay. Ich hab mich sogar gemutet. Mann. Ich hatte es doch schon. Aber nein. Ach Mann. Why? Ach komm. Spult's vor. Mach was immer ihr wollt. Das bringt nichts. Das dauert jetzt. Das dauert. Ich werde mich jetzt mal voll konzentrieren, also ich werde auch nicht viel reden. Ich muss mich jetzt hier wirklich voll und ganz drauf einlassen. Das bringt mir sonst nichts. Ich will hier raus! Das ist der Plan. Schau in deine Richtungen, bevor du rübergehst, Spider-Man! Mann, warum denn? Ich will hier raus! Das ist der Plan. Ey, Wahnsinn, Leute. Na komm, fuck off. Ich hasse diese Challenges. Ich hasse sie. Ich will hier raus! War ich wirklich komplett aus? Mama! Das sind nämlich die geilsten Challenges ever.
Die machen ja so viel Spaß. Oh Mann, Leute, sorry. Ich bin mein rumgeflamed. Aber ich hasse sowas wirklich. Ich kann sowas nicht ab. Ja, halt's Maul, Mysterio. Du kriegst auch noch dein Fett weg. Das schwöre ich dir. Schon einer noch. Komm her. Come at me, bro. Ja. Alter. Ich brauche. Das war eine schwere Geburt. So viel Zeit, wie du brauchst. Du bist sicher. Stufe 44. Yo. Das war eine schwere Geburt. Forschungstagebuch Nummer 3. Nimmst du auf, wie wir essen? Ich dachte, die Fans würden gern was über dich und deine Beziehung zu Quentin wissen. Wir waren Nachbarn, als ich Kind war. Wir haben manchmal zusammen gespielt, kamen dann aber auf verschiedene Schulen. Er war deutlich weiter als wir normalen Kinder. Das kann ich mir gut vorstellen. War er immer so gruselig und seltsam? Cole, das... das ist nicht nett. Ich meine... Versteh mich nicht falsch. Er ist harmlos, glaube ich. Aber wenn ich woanders arbeiten könnte, wäre ich weg. Zu bleiben ist die richtige Entscheidung. Er ist ein Genie. Wenn die Welt sieht, was wir tun, werden wir alle sehr, sehr reich werden. Betsy kannte Beck schon vorher. Und ist überzeugt. Aber es klingt, als hätte Cole ihre Zweifel. Okay. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir machen hier für heute Schluss. Spider-Man? Ja, aber doch nicht. Quentin und Cole arbeiten sich gerade durch deine sehr hilfreichen Daten. Und ich dachte mir, wenn die Mysterien wieder sicher laufen, wäre es toll, mit Spider-Man dafür zu werben. Natürlich pro bono. Uns geht das Kapital aus und das macht Quentin ziemlich nervös. Okay, ist nur so ein Gedanke. Kein Grund zurückzurufen. Tschüss. Sorry, Betsy. Wir haben eine Regel gegen Spidey-Unterstützung. Vielleicht brauchst du einen neuen Geschäftsplan. Hm. Okay. Ja, Williamsburg-Fortschritt haben wir durch. Haben wir alles erledigt. Wunderbar. Distriktbelohnung, nochmal Heldenmarken. So will ich das sehen. Alles klar. Dann, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.